Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Trading Card Game. Im letzten Part sind wir hier oben durch die beiden durch, meine ich. Und sie hat uns einen Tipp gegeben, wo wir hier die Leiterin finden des Pflanzenclubs. Ich glaube, so heißt der. Nein, gegen dich haben wir schon gekämpft. Ach, sie sagt den Tipp nicht nochmal. Da hätte ich zuhören müssen, also. Nö. Okay, warum sagt die einen anderen? Also sie sagt einen neuen Text und die sagt... Sie sagt keinen neuen Text. Ich habe sie doch besiegt, oder? Ich finde es übrigens doof, dass Textboxen keinen... Naja, keinen Sound haben. Ich finde, das klingt seltsam. E-Mail? Oh, ich habe eine neue E-Mail. Perfekt. Ich bin es, Dr. Mason. Hast du schon viele Meistermedaillen gewonnen? Ich habe Informationen über Nikki's Deck. Sie ist die Meisterin des Pflanzendecks. Clubs, du musst... Ah, verdammt, ich hab's weggedrückt. Entschuldigung, ich werde es gleich lesen, aber erstmal die Packung. Tut mir echt leid. Gyarados, wie cool. Drachenmut. Macht 50 Schaden und Lupfstrahl wirft eine Münze bei Kopf, ist das verteidigende Pokémon gelähmt. Sehr cool. Nidorino. Oh, kennen wir. Akani kennen wir, glaube ich, auch. Flammenwurf kennen wir auf jeden Fall. Und Akani fügt sich selbst 30 Schadenspunkte zu. Bodycheck kannten wir noch nicht, glaube ich. Pikachu, den haben wir. Ist übrigens ein neuer Aufnahme, so Session-mäßig. Darum kann ich mich gerade auch nicht erinnern. So, E-Mail lesen. Ich habe Informationen über Nikki's Deck. Sie ist die Meisterin des Pflanzendecks. Ach so, das Deck heißt so. Okay, ich dachte, er meint halt den Club. Sie ist die Meisterin des Pflanzendecks. Du musst dich vor Coco Weiß großer Explosion... verstehe wegen Egg, Ei, Englisch. Explosion in Acht nehmen. Versuche Owei und Kokowai mit deinen Feuer-Pokémon frühzeitig kampfunfähig zu machen. Ich empfehle dir, das Deck der Feuermedaille-Maschine zu studieren. Ich gebe dir eine Booster-Packung, die viele Feuer-Pokémon enthalten sollte. Und enthielt es viele Feuer-Pokémon? In Klammern die Schwäche der Pflanzen-Pokémon? Masons Labor, Dr. Mason. Smiley. Okay. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, jetzt auch erstmal fertig. Pokémon Dome, da können wir, glaube ich, noch nicht weiter. Ich würde jetzt als nächstes in den Wissenschaftsclub gehen, obwohl, keine Ahnung. Oder wir machen es hier so von unten nach oben. Dann gehen wir jetzt in den Elektroclub. Wer bist du? Hey, du bläst zum Angriff. Du spielst das Pokémon Sammelkartenspiel. Yeah, jetzt kommt der Großmeister. Okay. Hey, Kleiner, ich habe ein Level 20 Elitek. Aber ich hätte viel lieber ein Level 35 Elitek. Hey, Kleiner, hast du zufällig ein Level 35 Elitek? Habe ich? Ja. Du tauschst dein Level 35 Elitek mit mir. Cool, Kleiner. Okay, ich gebe dir mein Level 20 Elitek dafür. Ich ging einfach mal davon aus, dass seins besser ist oder so. Warum sollte man sonst tauschen wollen? Lichtschild und Ruckzuckhieb. Er hat 60 KP. Immer wenn ein Angriff Elitek, nachdem Schwäche und Resistenz abgerechnet wurden, während des nächsten gegnerischen Zuges... Ah, meine Nase. Nee. Während des nächsten gegnerischen Zuges Schaden hinzufügt, fügt dieser Angriff Elitek nur die Hälfte des Schadens auf die nächsten 10 Abgründe zu. Alle anderen Schadensauswirkungen von Angriffen finden immer noch statt und Ruckzuckhieb kennen wir. Wow, danke, du bist wirklich cool, Kleiner. Ich bin nicht klein. Ich frage mich, ob die legendären Karten hübsch aussehen. Wenn sie glitzern würden, wäre ich richtig glücklich. Ja, Glitzerkarten. Glitzerkarten hatte ich früher auch, die sind toll. Oh, meine Nase. Juckt gerade einfach. Kennt ihr das? Das ist blöd. Hallo. Ist Pikachu nicht toll, total niedlich? Mein Herz hüpft, wenn ich diese süßen kleinen Augen sehe. Hey, möchtest du gegen mein Pikachu-Deck antreten? Ja, klar. Okay, los, spielen wir mit 4 Preisen. Okay. Jennifer, was ein bedreckter Name. Bedreckter. Komisch, das klingt total böse, das Wort. Dabei habe ich es mir gerade spontan ausgedacht. Stern, wir haben gerade... Haben wir die... Nidoran und Sterno beide doppelt. Ich werde Sterno zuerst einsetzen. Und die 3 auf die Bank tun. 4 Preise werden platziert. Ich will gewinnen. Dankeschön. Dann fange ich an. Und Hieb. Oh, gegen Elektrodeck setze ich Wasser ein. Super Idee. Nein, ich will nicht gelähmt sein. Du tötest mich wahrscheinlich eh, wenn du jetzt... Ach nee, du machst 20 normal. Ah. Ich hab ein Problem. Ich brauche
Ich kann nichts machen, verdammt. Ich brauche Pflanzenenergien, wollte ich sagen. Ach, jetzt werde ich natürlich nicht gelähmt, jetzt wo es relevant ist. Ah, blödes Spiel. Komm ihn. Ich drück zu schnell und ich rede zu schnell in diesem Let's Play. Das mache ich nicht absichtlich. Also es macht mir Spaß, aber... keine Ahnung. Ich mach das halt einfach hier. Das ist gar nicht bösartig gemeint. Ich rede in diesem Spiel einfach nur schneller. Es ist irgendwie... keine Ahnung. Das ist halt einfach so. Ihre Pikachus haben irgendwie alle sehr wenig... ja, sehr wenig Leben, wollte ich sagen. Aber meine scheinen ja noch schlechter, wenn ich mir so angucke, dass sie mich fertig macht. Ja, ich brauche keine Wasserenergie. Oh. Tangela auch nicht. Aber falls ich noch mehr kriege und dann eine Pflanzenenergie, kann ich mit Nidorino angreifen. Naja. Ich glaube, das Duell habe ich verloren. Mein Deck scheint mir noch nicht sehr gut. Wir sollten vielleicht mal auch ein neues Deck ausprobieren. Aha. Komm, wenn das trifft... ja, dann ist Pikachu weg. Weg, 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 weg. Immer weg mit dir. Wir kriegen einen Raupi und sie setzt noch ein Pikachu ein. Ein Level 16 Pikachu. Ja, ob wir gelähmt sind oder nicht, ist auch egal. Er besiegt uns jetzt. Also unser Nidoran. Das ist blöd. Und da haben wir noch einen Preis. Tangela. Ich hätte mein Nidorino gerade eben einfach entwickeln sollen. Ich kann nicht angreifen. Tangela hält zum Glück ein bisschen was aus. Hoffe ich. Nicht gelähmt sein. Danke. Dankeschön. Stachelspore. Komm schon, gelähmt. Ja. Sehr schön. Das ist wichtig, denn ich brauche jetzt erstmal Karten. Also, Energiekarten oder irgendeine Taktik. Ich bin dran. Oh, verdammt. Naja, jedes Mal, wenn wir ihn nicht leben, kriegen wir 20 Schaden rein. Das heißt, wir halten es nur noch maximal zweimal aus. Das heißt, ich werde dann irgendwann das Pokémon wechseln müssen, damit er meinen letzten Preis nicht bekommt. Ein Raichu. Mit Donner. Verdammt. Ja, wir sind kampfunfähig. Sie nimmt sich den letzten Preis und hat damit gewonnen. Grrr. Geh weg. Ja, ja, dein Pikachu ist blöd. Hallo. Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Ich spiele mit jemand anderem. Okay, wir müssen deine Mitglieder besiegen, damit wir mit gegen die spielen können, nehme ich an. Deck. Spiel Deck aus. Sind noch keine Decks vorhanden. Neues Deck. Machen wir doch mal hier voll das Kampfdeck. Schaufler und Schlammbart. Und Diktri kann echt gute Sachen. Kick ist auch gut hier vom Macholo. Onix. Aber die können gerade alle gute Sachen. Ich nehme sie halt gerade nur, weil hier Elektro-Arena und so. Und also, nicht? Was kann Knogger? Knogger kann tolle Sachen. Also es geht. Nochmal ran. Aber Tragosso ist halt nicht so gut. Und dafür sind die beide nicht gut genug. Boxschlag und Spezialschlag machen beide nur Schaden, aber guten Schaden. Die nehme ich. Hornattacke war einfach nur Schaden. Hornattacke. Ne, mit einem einzigen Vorentwicklungs-Pokémon reicht mir das nicht. Tut mir leid. Mal sehen, wie viele Energien habe ich denn? Kann man schon mal knicken. würde ich fast sagen. Dann muss ich mich jetzt auf Wasser konzentrieren. Ach nee, Moment, das ist...
Ach, man kann, weil ich mein anderes Deck habe, man kann die Karten nicht doppelt verwenden. Man kann immer nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte in meinem anderen Deck habe, kann ich sie hier nicht nochmal benutzen, wenn ich sie nicht mehrfach habe. Das ist blöd. Darum habe ich nicht genug Pflanzenenergien. Was nehme ich denn mal? Feuerkarten? Kampf und Wasser. Nö. Nein, das Deck wird nicht gut. Nein. Eigentlich sollte ich es damit schaffen können, was ich habe. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube nicht. Elektro-Pokémon können auch die gegnerische Bank angreifen. Elektro-Pokémon sind die stärksten Pokémon. Wie sieht es aus? Willst du gegen mich antreten? Klar, Philipp. Wie viel Preise? Ich habe gerade nicht gelesen. Tut mir leid. Vielleicht muss ich ein bisschen geduldiger werden hier im Spiel und ein bisschen ruhiger. Ja, Biss ist gut. Stern, du hält aber mehr aus. Naja, 4 Preise, hätte ich es mir denken können. Haben die ja immer. Und wir sind Zweiter. Philipp fängt an mit einem Smogon und beendet den Zug. Und Bill lässt uns 2 Energie ziehen. Sehr geil. Evoli braucht was? Ja, 2. Dann kriegt er die doppelte Farblose. Hieb! Geh weg, Smogon! Nur für den Fall auch, dass wir eine der Entwicklungen ziehen von Evoli. Ich habe ja nur die im Deck, die keine besonderen Energien brauchen. Die brauchen alle einfach nur farblose Energien. Oh, Tackle. 28 wegen der Schwäche. Naja, klar. Nö, ich habe mehr Pflanzenenergie. Er kriegt gerade eine Pflanzenenergie. Evoli. Weil Evoli mehr aushält. Na, verdammt. 30 Schaden wäre schon spitze gewesen. Oh, jetzt besonders. Hehe. Und Raupi braucht eine Pflanzenenergie. Naja. Das sieht ja schon mal nicht sehr gut aus bisher. Wir kriegen auch unser Plus 20 nicht auf den Ruckzuckieb. Ich weiß, ich habe noch einen Defender. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich einfach einsetzen sollen. Blitzer. Blitzer. Ich halte es zwar nicht für sehr realistisch, dass ich noch länger überlebe, aber... Na, man kann es ja mal ausprobieren. Und er wendet den Zug ohne anzugreifen. Warum habe ich mir denn überhaupt... keine Ahnung. Ich glaube, von Pflanzen habe ich mehr im Deck. Au, und betäubt. Magneton. So, das Blitzer kam da echt gelegen. Aber es ist halt auch schon total angeschlagen. So. Das ist jetzt auch egal. Egal. Finde ich aber schade, dass mein Defender wegging. Obwohl er mich ja nicht angegriffen hat. Also ich glaube, der ging weg. Ein Trank. Das gefällt Blitzer. Oh ja, Blitzer mag das. So, du bist auch gleich weg, Smogon. Denn du hast eh nur noch 10 KP. Betäubt wärst du jetzt auch noch gewesen. Oh, wir haben gewonnen. Er hatte keine Karten mehr.
Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe mich aber auch schon gewundert, warum er diese angeschlagene Karte reingehauen hat. Mein Elektrodeck hat verloren, ich kann es nicht fassen. Und wir halten eine Kolosseums-Booster-Packung. Mit Magneton, mit Donnerwelle und Finale. Wirf an der Münze, bei Kopf ist das verteidigende Pokémon gelähmt und Finale für jeden mit dem Pokémon auf der Bank eines Spielers 20 Schadenspunkte zu. Schwäche und Resistenz nicht auf Pokémon auf der Bank anwenden. Magneton fügt sich selbst 80 Schadenspunkte zu. Ja. Glutexo hatten wir schon mal. Radikal haben wir auf jeden Fall schon mal. Kadabra auch. Sterne, Pikachu, Magnetilo hatten wir den schon. Ja, hatten wir, glaube ich. Und noch ein Kolosseums-Deck. Ja, das hatten wir. Nidorino, Glutexo, Abra. All diese schönen Karten. Hatten wir alle schon, ja. Nächstes Mal verliere ich nicht, ich werde dich schlagen. Man schlägt aber keine... Ah, nein, Moment. Ich frage mich, was Alex macht, Axel macht. Was? Ein Pokémon-Sammelkartenduell? Ich freue mich immer über ein Duell. Möchtest du gegen Volker antreten? Moment mal. Nö, weil ich habe schon total überzogen. Naja, also nicht total, aber ein bisschen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Pokémon Trading Card Game. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Vogel. Tschüss.